Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irene und heute schauen wir. Heute ist Samstag und wir werden schauen, was passiert heute am Wochenende. Das ist eine Liebesbotschaft. So, ich sehe hier eine Arbeit, ein Ausflug. Vielleicht wirst du, wer heute, schaut mal, meine Lieben, wenn du heute arbeiten musst, ich sehe einen Streit. Ein Streit zwischen zum Beispiel deinem Chef oder deinen Kollegen. Aber von anderer Seite, ich sehe hier auch, plötzlich könnte jemand sich melden und dich einladen. Kann sein, dass jemand steht heute bei dir vor der Tür. Wir schauen auch hier. Ein neuer Anfang. Kennenlernen. Streit übrigens könnte auch in der Familie sein. Oh ja, Streit könnte sein. Die Karten raten dir locker lassen. Nicht zu sehr ans Herz nehmen, sonst ich sehe hier, wie gesagt, naja, Herzanfall oder unmächtig werden und so weiter. Das ist leicht gesagt. Hier könnte wirklich zum etwas Unangenehmes führen. Das wird dir natürlich, diese Wochenende könnte dir auch viel Kraft kosten. Das sehe ich auch. Aber, meine Lieben, ich sehe, dass einer von euch wird auf jeden Fall tollen Date haben. Manche werden sogar heiße Nacht haben. Und ich sehe hier ein ganz interessanter, attraktiver Mann, jemand wird kennenlernen. Auf jeden Fall, meine Lieben, ich würde euch wünschen, das von ganzem Herzen. Schöne neue Perspektive in der Liebe. Natürlich, wie gesagt, das wird antreten nur dann, wenn du dich irgendwie bewegst, irgendwie etwas tun dafür. Wenn du einfach, aber, muss ich sagen, dass auch wenn du auf dem Sofa liegst, kann sein, dass kommt trotzdem jemand vorbei. So, sei wachsam. Nicht jeder meint es gut mit dir. Das habe ich gesagt am Anfang. Könnte Streit sein. Sei locker. Bitte sei locker, weil jemand könnte dir etwas nicht Gutes tun. Wenn ich sehe, hier jemand beobachtet und jemand mag nicht, wenn du glücklich bist. Nicht jeder meint es gut mit dir. Sei auf der Hut und gehe die Dinge nicht zu emotional an. Handle klug und diplomatisch, meine Lieben. Das ist das, was ich gesagt habe. Darum aufpassen. Kann sein, dass einer dich auf die Probe stellen wird, ob du geeignet bist, wenn das um Job geht. Ja? Auch manche Männer, auch manche Frauen mögen Menschen auf die Probe zu stellen, ob die tauglich für etwas sind. Aber, meine Lieben, so wie ich gesagt habe, locker lassen. Auf gar keinen Fall reagieren, Stress und so weiter. Bitte vermeiden solche Sachen. Kann sein, dass jemand wird die Angst machen, weil 9 Schwerter, das ist auch, jemand könnte dir Angst bedrohen, sogar sowas. Darum von solchen Menschen intuitiv weggehen. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Schönes Wochenende, viel Glück in der Liebe, bei der Arbeit natürlich, wer muss arbeiten, schreibt mir, wer arbeiten muss, ich bin sehr neugierig. Alles Gute, meine Lieben, und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.